Also wir gehen jetzt ins nächste Spiel, was am Donnerstag letzte Woche ausgespielt wurde. Und dann danach gibt es dann die Spiele von heute. So, auf geht's. Fnatic hatte hier First Ban und ein interessanter Ban. Brightwing wurde gebannt. Auf Alternate-Seiten Muradin. Okay, also ein bisschen weg vom Standard, von den Standard-Bans. Dementsprechend natürlich auch First Pick direkt Stitches auf Fnatic's Seite, wie das vorhin auch bei El Nexo der Fall war. Erstmal überall folgen, genau so ist es. So, bei Alternate die ersten beiden Picks, Kerrigan und Sergeant Hammer. Das ist echt interessant. Alternate hat ja in letzter Zeit schon arge Schwierigkeiten gehabt. Und da wurden sie aber häufig auch in so Situationen gezwungen, wo sie einfach nicht die Wahl hatten, einen soliden Warrior zu picken. Jetzt hätten sie hier die Chance, könnten direkt Aphis gegenpicken und gehen erstmal auf Kerrigan und Sergeant Hammer. Ich meine, gut, Kerrigan ist durchaus eine solide Wahl. Man sieht sie nicht ganz so häufig wie andere Assassinen. Aber ich finde sie doch eine sehr, sehr gute Wahl. Gerade also in der Hand von einem Spieler, der sie gut spielen kann, ist sie extrem gefährlich und hält halt auch ein bisschen mehr aus als andere Assassinen. Sergeant Hammer, ja, ich meine, sehr, sehr gute Wahl, da kann man nichts gegen sagen. So, Fnatic pickt dagegen, Tassadar und Vella. Gut, muss man auch nichts zu sagen, ist unglaublich, unglaublich stark. Alle beiden, Tassadar mit einer sehr, sehr schönen Solo-Lane-Control und bei Vella, ja, nach Tychus, der letzte Woche noch nicht gespielt werden kann, aber diese Woche wieder gespielt werden kann, die Heldin mit dem höchsten DPS-Output. Also einfach extrem viel Schaden in kurzer Zeit. So, dann gibt's auf Seiten von Alternate als Antwort Malfurion und Uther. Also doppelt Support. Malfurion finde ich lustig, weil zu dem Zeitpunkt auf Fnatic Seiten ja noch nicht so richtig klar ist, warum sollte ich jetzt einen Malfurion spielen. Aber gut. Ja, so. Dann die letzten Picks von Fnatic, Rhaegar und Thrall. Rhaegar ist interessant, der macht langsam so ein bisschen wieder ein Comeback. Hat halt mit Ancestral Healing, weil ich glaube, Bloodlust spielt inzwischen keiner mehr. Aber mit Ancestral Healing hat man doch eine ganz schöne Variante, um bei einer Team Composition, die viel auf Assassinen baut, trotz allem noch eine gewisse Überlebenschance zu sichern. Verlangt natürlich perfektes Timing vom Rhaegar. Aber das ist wohl bei Fnatic und auch Alternate, es sind beides ja Top-Kaliber-Teams. Das haben die auf jeden Fall drauf, dementsprechend kann man das auf jeden Fall bringen. So, letzter Pick dann von Alternate war Aphis. Ja, und er muss natürlich auch sein. Es limitiert natürlich den Schaden auf Kerrigan und Sergeant Hammer. Und auf Seiten von Fnatic haben wir doch ein bisschen besseren Schadensoutput. Ich meine, da kann Tassadar da reinhauen, da kann Vella und auch Thrall reinhauen. Und ja, wie das Ganze dann im Spiel aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Und zwar auf. Warum sehe ich die Karte nicht? Gucken wir mal. Wir laden einfach mal rein und lassen uns überraschen. First Hollow. Sie können Tyrion einfügen. Tyrion. Von wem redest du? Es gibt Tychus? Naja, gut. Egal. Irgendjemand wird uns schon aufklären. So, okay. Also Fnatic, ich hau die mal hier schnell noch ins Overlay. Und Alternate. Perfekt. Ach, ich muss mal unbedingt hier meine kompletten Bilderchen für die Teams updaten. Aber so sieht es ganz gut aus. Auf der linken Seite, hier auf Cursed Hollow, das blaue Team Fnatic. Mit Fretz auf Stitches, Kessel auf Tassadar, Lowell spielt Thrall. Ganz oben haben wir Ace of Spades, der auf Rhaegar unterwegs ist. Und in der Botlane Shinobu auf Vella. Die Kontrahenten in den roten Anzügen hier unterwegs. Team Alternate aus Polen mit Mobsio auf Aphis. Gluehammer spielt Malfurion. Guccio spielt Sergeant Hammer. In der Midlane haben wir Rymac, der spielt Uther. Und ganz unten Vasiliano auf. Jetzt kann ich es nicht mehr erkennen. Verwirrt. Serratul. Interessanter Skin. So, und da geht's doch direkt drauf. Toplane sieht sehr, sehr stark aus hier vor Alternate. Da wird Ace of Spades ein bisschen aufpassen müssen, aber ein sehr, sehr schöner Hook hier direkt auf Mobsio. Lau versucht dann noch den.
diesem Run direkt nachzusetzen, aber Mopsy kommt da ganz gut davon. Uchi kam schon zur Unterstützung runter, also nichts weiter, was sie hier großartig aus der Ruhe bringen sollte. Ja, und da oben wird jetzt hier eine kleine Rotation eingeleitet, wobei Lau warte ich hier immer noch. Jetzt muss hier in der Midlane aufgepasst werden. Rymac kriegt etwas Besuch, Ace of Spades kommt da noch mit runter. Und dementsprechend stellt er sich jetzt hier deutlich defensiver auf und Tassala rotiert mit hoch. Ja, da schauen wir nochmal, wie das läuft. Sie wollen hier also ein bisschen Konter geben zu diesem Triple Stack. Und das müssen sie auch, weil sonst nehmen sie hier ordentlich was an Schaden. Und Kessel ist damit sehr, sehr gute Wahl. Der kann halt sehr gut gegen die Minions klarkommen. Dann hat man halt Freds, der eben den immer diese omnipotente Gefahr darstellt für Sergeant Hammer und auch für Gluehammer, also für Malfurion. Ja, mal gucken, ob er da was wagt. Ne, erstmal ein Slam rausgehauen. Nichts weiter Verrücktes. Also die hier oben battlen sie noch weiter rum und wir gucken mal kurz, wie es jetzt hier in der Midlane aussieht. Ace of Spades gegen Rymac. Gut, da ist nicht allzu viel zu erwarten. Das sind die beiden Supports. Und ganz, ganz unten Vasiliano gegen Shinobu. Das ist natürlich deutlich interessanter. Nimmt doch schon einiges an Schaden mit. Aber auch Shinobu ist schon ein bisschen angeschlagen. Das sind sehr, sehr ausgeglichene Lanes hier. Also wir bleiben hier oben in der Top-Lane. Da wird Guccio doch ganz gut zurückgedrückt. Also eine sehr, sehr schöne Wahl hier, dass sie Kessel eben in die Top-Lane geschickt haben. Oh, Freds. Wagt er jetzt was? Wagt er jetzt was? Malfurion steht frei. Sergeant Hammer steht frei. Da kommt der Hook. Laul versucht was, aber nee, das wird nichts. Das wird nichts. Da hat er Stun gefehlt. Mopsio versucht sie mit dem Root auf Kessel. Aber ich meine, der kommt halt immer wunderbar davon. Tribute wird schon geschannelt. Ace of Spades geht da direkt drauf. Der Rest von Alternate kommt jetzt hier mit rein. Da kommt wieder der Hook auf Mopsio. Aber der wird nochmal gut hochgeheilt. Da kommt der Root auf Freds. Und ein schöner danach nochmal ein Stun. Aber das reicht hier nicht ganz. Mopsio muss ein bisschen sich zurückhalten. Hat schon die Hälfte seiner Gesundheit eingebüßt. Und ein super Shane Lightning. Oh, Gluehammer. Schön reingezogen in die Mitte. Kann er direkt rausgefokust werden? Ja, kann er. Wunderbar gemacht hier auf Seiten von Fnatic. Mopsio steckt jetzt hier auch nochmal einiges an Schaden rein. Vasiliano springt da in die Mitte. Will unbedingt Laul haben. Und den kriegt er auch. Kessel muss aufpassen. Aber Tessa da. Ich meine, der kommt davon. Aber Vasiliano möchte hier nochmal Chase geben. Und da kommt der Hook auf Mopsio. Kann ihn endgültig rausnehmen. Also 1 gegen 4 jetzt. Ace of Spades springt da direkt nochmal rein. Guccio ist angeschlagen, genauso Vasiliano. Ich glaube, sie kriegen jetzt hier das Tribute. Alternate muss aufgeben, muss auf die anderen Lanes wieder zurück. Können sie sich vielleicht dafür zumindest nochmal ein einzelnes Mercenary Camp holen? Das wäre schon sehr, sehr schön. Weil das ist halt die Sache, wenn man das erste Tribute nicht kriegt, ist es nicht ganz so schlimm. Aber du musst halt deine Zeit nutzen. Du musst halt ein bisschen die Gegner davon abhalten, das zu kriegen. Immer mal irgendwie einen Disrupt reinwerfen, dass das Kanalisieren gestört wird. Und halt eben zeitgleich irgendwie deine Mercenaries holen. Aber die Mercenaries, die sehen wir jetzt hier gerade auf Seiten von Fnatic. Also doch sehr interessant, dass die es jetzt hier geschafft haben. Alternate schon wieder ein Level zurück. Na, halbes Level. Eben wie immer ein bisschen was. So, gucken wir uns mal die Skills an hier. Rhaegar muss man natürlich aufpassen. Den sieht man nicht mehr ganz so oft. Healing Totem haben wir da. Farsight und auch das Earth Shield. Seiten von Arthas in Venom und den Rune Tap als dritten. Und hier haben wir Cleanse of Uther. Okay. Slung Vines of Malfurion. Auch den Healing Ward mit drin. Also sehr, sehr viel Heilung. Sehr, sehr viel Sustain auf Seiten von Alternate. Das ist eine Sache, die sie früher nicht gespielt hat. Guter Hook hier auf Gluehammer. Und super Fokus. Laul, der macht einfach unglaublichen Schaden. Und das nur mit einem Level Vorsprung. Also, das ist schon sehr, sehr gefährlich. Da muss sich Alternate mehr in Acht geben. Und die holen sich auch direkt hier nochmal das Camp der Bruiser. So, okay, wir waren hier noch nicht ganz fertig. First Aid für Illidan und auch für Sergeant Hammer. Wow, das ist super viel Sustain auf Seiten von Alternate. Sehr experimentell, was die Jungs hier raushauen. Ja, Battle Momente gibt es hier für Thrall und Valor. Macht alles sehr viel Sinn. Healing Ward auf Seiten von Tassadar gewählt. Und da oben für Stitches gibt es wieder den Hookshot-Build. Und das nächste Tribute ist da. Auf einer sehr, sehr schönen Position hier für Alternate. Müssen natürlich auch hin und bis jetzt machen sie nichts. Bis jetzt versuchen sie hier die Minions zu klären, damit ihnen die Bruiser nicht ganz so viel Schaden machen. Und ja, die umgehen das Tribute komplett. Das ist ein kostenloses Tribute hier auf Seiten von Fnatic. Und damit kriegen sie jetzt schon den ersten Fluch. Also so wenig Gegenwehr habe ich von Alternate noch nie gesehen.
Ah, immerhin können sich jetzt hier die Bruiser holen, aber das ist halt nur Defensive. Sie müssen jetzt zu Hause noch gegen die Bruiser in der Midlane kämpfen, das macht Rymek ganz gut. Arthas hat inzwischen die Toplane übernommen, Illidan ganz unten alleine unterwegs, aber auch der kann das Ganze clearen, kann das Fort nochmal kurz halten. Fnatic wiederum, die holen sich in der Zeit hier den Boss und den kriegen sie auch komplett ohne Gegenwehr und jetzt gehen sie direkt auf den Counter-Aggression. Kessel hat hier schon gespottet, hat gesehen, okay, Alternate versucht sich am Boss. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass sie aufgegeben haben. Ich glaube nicht, denn er ist noch kein zweites Mal reingegangen. 15 Sekunden noch, bis ein Oracle wieder verfügbar ist. Es wird noch kurz dauern. Jetzt beide auf Level 10. Gucken uns mal an, was Alternate sich hier geholt hat. Twilight Dream. Okay, damit ein Silence. Das kann natürlich sehr schön wirken, gerade mit Divine Storm in Verbindung gesetzt. Aber trotz allem, hier kommt der Steal erstmal für den Boss. Das heißt, Alternate muss unten gegen den Boss kämpfen, muss gleich oben gegen den Boss kämpfen. Und der Fluch, naja gut, der ist jetzt in 2 Sekunden zu Ende, das geht alles noch. Aber ich wette, dass sie hier mindestens einen Fort verlieren. Ja, oben geht schon die Tower drauf. Und sie müssen halt auch zu 5 kämpfen. Gerade jetzt, wo die Heroics eben da sind. Ja, sieht so aus, als wenn sie das Fort hier komplett aufgeben, auf die Midlane sich konzentrieren. Da ist Rhaegar auf Seiten von Fnatic komplett allein unterwegs. Aber den kriegen sie nicht, können hier nochmal die Minions aufhalten. Das ist alles nicht so optimal für Alternate. Und Toplane, das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus für Fnatic. Der Boss steht jetzt hier inzwischen schon an dem Toren. Mobsio versucht hier das Anklopfen zu verhindern. Auch Gutio haut da mit dem Napalm Strike immer mal wieder rein. Napalm Strike ist halt natürlich sehr effektiv hier gegen den Boss. Ah, Threads. Wagt hier mit dem Hook, aber direkt in die Minions. Da kam die Wave ein bisschen zu früh für ihn. So, und die drehen halt direkt wieder um. Die spielen das Ganze komplett sicher runter. Das ist halt eine Sache, die man inzwischen viel, viel häufiger sieht. Weniger Fehler, indem die Teams sich einfach zu sehr nach vorne wagen, zu viel wollen. Das passiert einfach nicht mehr. Diese Top-Teams, Acer, Nexo, Fnatic, die machen diese Fehler nicht mehr. Die spielen das Ganze so sicher runter, die lassen sich halt sowas nicht mehr von der Schnitte nehmen. Aber naja, jetzt doch nochmal ein bisschen mehr risky, indem sie sich hier verteilen auf der Karte. Das kann halt nochmal zu so einem ja, einfachen Hero-Pickup führen. Aber vorerst noch nicht. So, was kann Aether hier gegenhalten? Ganzes Team Fnatic jetzt hier in der Midlane unterwegs. Stitches wartet unten noch. Ich glaube, der wartet hier auf einen schönen Hook. Ne, erstmal den Watchtower nehmen. So, die nächsten Talente kommen rein. Healing Surge bei Rhaegar, Relentless bei Stitches, Presence bei Persona und ein super Hook. Rymek kann sich aber nochmal retten. Haut einen sehr, sehr guten Divine Storm raus. Ah, das war wirklich Rettung in letzter Sekunde. Grace of Air haben wir bei Thrall und Multishot-Build komplementiert mit Frostshot hier bei Valor. So, da drüben haben wir Spell Shield, Sprint, Rewind und zweimal den Giant Killer. Also langsam gehen sie dann auch ein bisschen mehr auf Schaden. Haben dann festgestellt, okay, was bringt uns nichts, wenn wir überleben. Wenn wir zwar überleben, aber dabei null Schaden raushauen. Und es sieht so aus, als wenn sie jetzt hier doch mal ihr erstes Tribute kriegen. Aber nein, da kommt der Hook. Mobsio wird auch direkt gefressen hier von Threads. Und er stampft ab. Kessel haut noch ein bisschen was an Schaden drauf. Laul kommt hier zur Hilfe und damit sollte Mobsio jetzt hier auch schnell fallen. Genau das passiert. Rymek auf der linken Seite, er hat seinen Cooldown noch. Wie viel noch? 20 Sekunden, dann kann er hier den nächsten Divine Storm raussetzen, aber er kommt auch so davon. Gucci kam zu Hilfe. Und, oh, die versuchen hier was, die versuchen was von der anderen Seite. Und da schneiden sie ihm direkt den Weg ab. Gucci ist der Erste, der hier drauf gehen wird. Und Rymek versucht nochmal zu entkommen, aber Tessa ist ihn schon hart auf dem Fersen. Ah, sollte aber knapp reichen. Wenn er vielleicht noch ein bisschen Unterstützung von seinen Kollegen bekommt, weil die sind hier noch gerade dabei, die Toplane zu verteidigen. Und das brauchen sie auch. Sie müssen jetzt aber noch ein bisschen mehr Hilfe hier ranholen, sonst wird das nichts. Bald schon Level 16 für Fnatic auf dem Weg. Und spätestens damit haben sie dann wieder einen sehr, sehr entscheidenden Vorteil, wobei der auch jetzt schon gegeben ist mit ihren 2 Leveln Vorsprung. Da kann man wirklich nicht meckern. Und sie bringen sich auch schön in eine Position, um Alternate abzufangen, bevor die überhaupt zum Tribute kommen. Aber das kümmert die gar nicht. Die gehen hier direkt auf ihr Bruiser Camp. Das sieht Kessel natürlich auch. Holt sich hier mit dem Oracle die Sicht. Und Mobsio wird direkt gerade rausgefokust. Sehr schön gemacht. Nochmal ein Sundering hinterher. Beziehungsweise, nee, das war nicht mal ein Sundering. Das war nur der Laul-Angriff, wie man ihn erwartet. So, Alternate hat jetzt hier die Bruiser auf die Midlane geschickt.
Ah, das bringt natürlich alles nicht so viel. Aber sie müssen halt irgendwas machen. Sie kriegen halt nicht so richtig das schöne Timing hin, dass sie mal ein, zwei Leute rausnehmen in einem Teamfight und dadurch halt sehr starke Bruiser haben, die dann doch mal irgendwie, ja, auch von der Gegenseite ein bisschen behakt werden müssen. Und Fnatic holt sich jetzt auch wieder ihre Bruiser, gehen gleichzeitig auf den Boss. Guckt euch das perfekte Timing an. Bruiser geholt, direkt steht der Boss auf, sie stehen alle da. Die Bruiser müssen auf Seiten von Alternate verteidigt werden. Das heißt, sie können hier auch eigentlich ohne Gegenwehr das Ganze durchziehen. Aber Stitches hat hier irgendwas entdeckt. Er hat hier irgendwas entdeckt und möchte hier noch was erreichen. Ne, sie drehen doch wieder um. Das nächste Tribute kommt. Beide Teams jetzt hier mit einem Tribute. Und ja, so viel Schadensoutput hier auf Level 16 auf Seiten von Fnatic. Da fällt der Boss in Nu. Auf Grass Totem haben wir auf Seiten von Rhaegar. Der Fishing Hook natürlich bei Stitches. Mention Award gibt es von Tesla. Tempest Fury auf Thralls Seiten. Und Blood for Blood für Vella. Ja, die Level 16 Talente für Alternate werden noch ein bisschen auf sich warten lassen. Die versuchen jetzt hier gerade den Boss zu klauen. Beziehungsweise ihren eigenen zu sichern. Aber Fnatic hat den Braten gerochen und Alternate auch. Die ziehen sich sofort zurück. Ah, vielleicht sogar ein bisschen zu sicher, wie sie es jetzt spielen. Aber sie versuchen jetzt hier nochmal was aufzubauen, versuchen den Boss irgendwie zu klauen. Beziehungsweise beim Team ein bisschen was an Schaden rauszuhauen. So, Mopsio geht direkt rauf. Da kommt der Stun von Right Blake. Freds nimmt ja einiges an Schaden. Frel wird rausgenommen. Stitches fault. Und Rhaegar kriegt es nochmal hin, sich selbst zu heilen da mit dem Ancestral Healing. Also sie schaffen es, den Boss zu klauen und zwei Kills zu kriegen. Ist das vielleicht die Möglichkeit für ein Comeback hier für Alternate? Es sieht zumindest aus, als wenn sie es wieder halbwegs ausgleichen können, das Spiel. Haben jetzt noch 25 Sekunden, um einen Move hinzukriegen, aber das wird schwierig. Respawn-Timer, ja, das wurde gerade ausgenutzt. Wunderbar gemacht hier von Fnatic. Nicht, dass die Siege-Giants in der Top-Lane geklaut werden. Das Fort, ja, da ist noch nicht so viel Schaden reingekommen, aber sie können jetzt hier den Boss unterstützen. Alternate kann vielleicht was schaffen. Ace of Spades dann ein bisschen alleine, aber schon kommt Shinobu zu Hilfe. Ace of Spades möchte hier unbedingt Rymac gehen. Aber Mopsio kommt rein. Der Boss kämpft hier gegen Ace of Spades. Der war direkt in den Stun reingelaufen. Wunderbar gemacht. Wieder einen Pickup. Also langsam, aber sicher kämpft sich Alternate doch ganz gut ran hier. Da kommt das nächste Tribute. Und das müsste eigentlich hier sein. Dann wieder ausgeglichen, was die Tribute-Anzahl angeht. Das heißt, ein massiger Fight sollte jetzt hier um das letzte Tribute entstehen. Der Boss haut hier währenddessen immer noch schön auf das Fort drauf. Das sollten sie jetzt auch kriegen. Unten versuchen sie noch ein bisschen zu jagen. Ah, selbst mit Fishing Hook. Den Mopsio kriegst du nicht, der war schon zu weit weg. So, das ist endlich jetzt hier das Top-Fort auf Seiten von Alternate. Endlich konnten sie es holen. Mal gucken, was sie jetzt hier noch so an Rotationen bringen. Ihr Siege-Giant-Camp ist fast da. Beim Bruiser-Camp müssen sie noch ein bisschen warten. Könnten also jetzt schon auf zwei Lanes ein bisschen aggressiver werden. Wir müssen natürlich auch die Zeit gleich aufpassen, denn Fnatic riecht das Ganze ja auch. Die wissen ja auch, wann die Timer kommen und können dementsprechend darauf reagieren. Jetzt warten sie erstmal im Todesbusch. Ich weiß gar nicht, ob... Ja, es sah so aus, als wenn Rymac da gar nicht so richtig drin steht. Und auf Fnatic-Seiten genau dasselbe. Sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Und Shinobu gibt hier aber immerhin Sicht auf die Midlane, holt sich da noch ein bisschen XP. Das heißt, sie haben ja auf jeden Fall zuerst ihr Level 18. Also gut, einen halben Level Vorsprung ist gar nicht mal so schlecht. Aber ja, Alternate in der perfekten Position hier fürs nächste Tribute. Shinobu ahnt noch nichts, versucht auf den mittleren Strauch zu schießen. Dass sie wissen, okay, entweder links oder viel zu weit rechts. Oh, Kessel kriegt hier einiges ab. Der Root kommt zu spät, Phase Shift wurde schon gesendet. Und Shinobu kann nicht unterbrochen werden, kriegt dann einen vollen Strafe ab. Mopsio wurde rausgezogen, kommt dann nochmal davon. Rymac versucht da reinzurennen, holt nochmal einen guten CC raus. Lau wird wieder schön hochgeheilt. Und Arthas ist wieder der Erste, der fällt. Gut gemacht von Freds. Schön die Varo raufgesetzt. Und da kommt nochmal der Hook auf Rymac. Hat diesmal kein CC mehr übrig. Noch kommt der Schaden von Gucci und Gluehammer, um ihn ein bisschen zu schützen. Aber ich glaube, Rymac fällt da auch. Vasiliano wird super unterbrochen und jetzt auch super gefokust. Oh man, Fnatic. Können sie hier vielleicht so den Teamkill hinkriegen? Vasiliano nochmal zurückgezogen. Ja klar. 3 für 0 bisher und damit auch das letzte Tribute. Wieder einmal geht hier der Fluch an Fnatic. Und damit können sie hier weiter Druck aufbauen. Und sie gehen auch direkt auf die Botlane. Siege-Giants können sie sich hier holen. Zeitgleich noch ein paar Minions clearen. Vorne Druck machen. Und ich hoffe dann, dass ein Held zurückbleibt, um sich die Siege-Giants zu nehmen.
Das hilft einfach immens bei dem Push. Cooldown-Timer sind auch nicht so unglaublich hoch. Also so 5 Sekunden auf Arthas, 20 noch auf Illidan. Aber sobald Arthas wieder da ist, kann eigentlich Alternate auch einen Kampf nehmen. Ja, so gehen sie auch zurück, holen sich hier die Siege Shines. Bruiser vielleicht auf Seiten von Alternate? Nee. Das wird alles nichts. Versuchen hier noch die Minions zu clearen. Das ist natürlich alles sehr gefährlich, wenn man im Curse sitzt. Dementsprechend müssen sie halt reagieren. Und Fnatic rotiert hoch. Holen sie sich echt die Bruiser? Ist risky, aber sie haben halt einen Level-Vorsprung. Man kann es schon mal riskieren. Threads haben sie vorne als Lookout. Der wollte sich hier Guccio holen, aber Guccio ist ein bisschen weiser. Wartet schön hinter der Mauer. Mobsu geht rein, aber das kommt alles ein bisschen zu spät von Alternate. Haben da nicht ihr perfektes Timing abgepasst. Ist halt auch schwierig. So spät im Spiel, da gehen die Bruiser sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell runter. Und dementsprechend hast du es dann eventuell mit den Bruisern und dem anderen Team zu tun. So, Fnatic holt sich jetzt hier den Boss. Und auch den sollten sie schnell kriegen. Top-Boss kommt in 45 Sekunden wieder. Wie ich Fnatic kenne, nehmen sie ihren eigenen Rennen schnell hoch, versuchen dann alles bei Alternate zu stoppen. Das sollte ihnen auch gelingen. Vielleicht schaffen sie es sogar Level 20 hier als erstes zu erreichen. Und das Ganze schon sehr, sehr zeitig. Ich denke schon, weil die Bruiser holen sie sich jetzt noch. Dann vielleicht noch, weiß nicht, so ein paar Minions. Eine Wave und das sollte schon fast reichen. Es ist nicht mehr viel, was da fehlt zu 20. Das ist halt nochmal ein ganz, ganz starker Bonus. Ja, der Boss kommt fast perfekt vom Timing. 9 Sekunden noch und dann kommen sie direkt an, wenn der Boss erscheint. Also besser könnte es echt nicht laufen hier auf Seiten von Fnatic. Die haben die Timings einfach drin. Ja, und damit muss Alternate jetzt hier mit 2 Bossen kämpfen. Den kriegen sie relativ schnell weg. Der macht ein bisschen Schaden aufs Schild, aber nicht der Rede wert. Aber mit dem nächsten wird halt Fnatic zusammen mit dem Boss kämpfen. Das macht es dann schon deutlich schwieriger. Und da haben sie auch ihr Level 20. Gucken wir mal, was da kommt. 2x Bolt of the Storm. Twilight Archon ist mit drin. Was holen sich Stitches und Rhaegar? Nochmal Bolt of the Storm. Das dritte Mal. Unglaublich. Und das Farseer Blessing. Damit hat er nochmal 50% mehr Heilung. Und auch nochmal Heilung auf nahe Verbündete. Das hilft natürlich immens, wenn man dann Ancestral Healing raushaut. Und ja, das sagt mir eigentlich, dass jetzt hier Fnatic mit den letzten Push ansetzen möchte. Sie haben ja schon einen Keep gekriegt. Top Keep fällt. Der Korn nimmt schon ein bisschen mehr Schaden. Und jetzt kommen sie alle von der Top Lane rein. Die Bruiser wurden hier auch noch auf die Mid Lane geschickt. Die hauen auch noch ein bisschen Schaden raus. Und der Boss, der haut auch direkt auf den Korn schon rauf. Wartet jetzt hier eigentlich nur auf einen schönen Hook von Stitches. Aber der kommt erstmal noch nicht. Rymek geht da rein, holt einen guten Divine Storm raus, aber Vaziano ist komplett in der Mitte. Sie können Rhaegar rausnehmen. Vielleicht können sie auch noch Threads kriegen. Nee, Malfurion fällt zuerst und Stitches fällt trotz allem. Aber der Boss, der kloppt halt weiter drauf rum. Nur noch 35% Leben. Vaziano kloppt auch noch weiter drauf rum. Der fällt allerdings. Kessel und Lau werden zurückgedrückt. Aber nur noch Arthas und Sergeant Hammer am Leben. Und der Boss, der haut weiter rauf. Ich glaube, der Boss kriegt es alleine hin. Genauso ist es. Fnatic hat ja alles auf eine Karte gesetzt. Aber zu Recht. Zu Recht.